Yes, Menschheit, was geht ab? Mein Name ist Cesar. Ich bin heute hier auf der Gamescom unterwegs. Ich habe auch Verstärkung dabei. Wir besuchen das Jugendzentrum Digital, was im Rahmen vom Jugendforum einen Stand bekommen hat. Let's go, Gamescom 2023. Yes. Okay, wir haben es reingeschafft. Jetzt gehen wir direkt zu unserer Gang, zum Jugendzentrum Digital. Ja, mal schauen, was wird. Was wird? Hi, wir sind hier mitten auf der Gamescom, auf dem Gamescom Campus am Jugendforum NRW. Es liegt eine unheimlich krasse Gamescom-Hype hinter uns. Wir hatten ein rappelvolles Haus über die ganzen Tage. Unser ganzer Stand sieht richtig geil aus, weil wir alles völlig neu designt haben. Alle Leute lieben es. Wir haben geile Preise verlost jeden Tag. Wir haben ein unheimlich starkes Bühnenprogramm. Richtig geil gelaufen. Besser kann es nicht. Also meine Erwartungen sind, auf coole Menschen zu treffen, die sehr viel Lebensfreude haben, von denen man auch viel lernen kann. Guten Tag, herzlich willkommen hier am Stand des Jugendzentrum Digital mit Rewe Digital. Wir sind hier auf der Gamescom 2023, das erste Mal Stand hier. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was abgeht. Hier haben wir unsere Dashboard-Area. Darfst du hier sehr schön versuchen, den Luftballon deines Gegners zu zerstören. Der Boden ist so ein LED-Screen, der selber gebaut wurde von uns. Hier wird gerade versucht von einem Kollegen hier von Rewe Digital, der trifft das Highscore. Der Tagessieger kann hier einen wunderschönen Pokal abgreifen. Wir haben für jeden Tag eine Gaming-Aktion hier. Gestern war es Super Smash Bros., am ersten Tag war es Mario Kart und heute haben wir wie gesagt Tetris. Später kommt noch ab 14, 15 Uhr kommt der liebe Flexo und da kann man ein bisschen Beat the Pro gegen einen echten FIFA-Profi spielen. Hier auf dem Screen kann man so diverse Imagefilme, Videos sehen. Hier zum Beispiel läuft gerade der Grund, warum wir hier gemeinsam mit Rewe Digital am Stand sind. Das heißt, die sponsern das komplette E-Sports-Team in League of Legends. Ansonsten gibt es noch Imagefilme von über Rewe, nach unten klein auch über das Jugendzentrum Digital, wo man so ein bisschen sieht, was wir so machen. Genau. Gehen wir mal rüber zum lieben Nikita. Wir haben hier einen Sequencer, einen selbstgebauten Sequencer von Jugendlichen selbst hergestellt. Und hier kann man coole Beats programmieren. Kann man sich hier das Jugendzentrum Digital per VR-Brille angucken. Hier war mal ein Computer, was weiß ich noch. Dann kannst du einfach durch die Räume hüpfen und dich quasi 3D-mäßig umgucken. So, das geht so am Stand und Sinn und Zweck ist natürlich zu zeigen, was passiert hier so im Jugendzentrum Digital, wie kriegen wir diese ganze Nummer umgesetzt, auch mit starken Partnern wie Rewe Digital. Natürlich Leute zu begeistern für die Idee, Kooperationen einzuladen, zum Mitmachen zu animieren, sagen wir es mal so. Deshalb, wenn das jetzt auscheckt, kommt gerne ins Jugendzentrum Digital und guckt euch mal vor Ort an, was da so geht und wo ihr euren Platz finden könnt. Ich bin zufrieden. Wir haben coole Aktionen, hast du wahrscheinlich schon gezeigt. Viele gute Gespräche geführt und lange Gespräche. Wir sind mega froh, den großen Stand zu haben. Ich glaube, wir haben vor knapp 4 Monaten angefangen. Seit klar ist, dass Rewe Digital mit dabei ist, dass es überhaupt möglich ist, den Stand zu machen. Das sind ja so ungefähr 4 Monate gewesen mit Standdesign, selber bauen. Agentur hat das ganze Layout gemacht. Plus der Sequencer war noch nicht fertig und so. VR-Brille, die gerade an den Start gekommen ist. Also alles so Dinge, die neu entwickelt wurden oder fertig gemacht wurden, was Jugendliche dann angefangen haben. Also ich würde sagen, 4 Monate und die letzten Wochen waren wenig Schlaf. Chaotisch, auf jeden Fall chaotisch. Chaotisch als mir lieb ist, aber an sich gut. Die Leute sind positiv, die von unserem Stand wieder weggehen. Ich finde es gut, was wir machen. Was ein bisschen bis jetzt nicht so gut ist, ist, dass wir noch nicht so viel Zielgruppe da hatten, weil wir halt heute jetzt Freitag haben. Und Mittwoch war Fachbesucher und Donnerstag war ein bisschen mau einfach von Jugendlichen. Da hoffe ich mir heute ab so 13, 14 Uhr mehr und dann halt Samstag, Sonntag werden wir hoffentlich überrannt. Von 1 bis 10, wie ist es jetzt für euch hier als Jugendzentrum Digital dabei sein zu dürfen? Dabei sein zu dürfen? 10? Dabei zu sein? 7. Naja, von 1 bis 10 muss es ja 10 sein, oder? Also, ja. 12. Wow! So,
das war's also. Es war mega nice. Ihr habt die Eindrücke gesehen. Wenn ihr noch mehr Vlogs haben wollt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, Freunde, wir sind immer unterwegs für euch. Und ja, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das Ding hier abbekomme. Aber es war sehr nice. Gamescom 23.